2 Minuten. Viel Spaß. Schaffe ich. Nichts wie weg. Musst du hin? Doch, ist die Richtung. Ja dann. Na, was wird denn das jetzt hier? Nicht zurücklaufen zu den Dingern. Ah ja, da zum Licht und dann nach rechts. Jetzt klopft zum U-Boot. Du stirbst heute hier mit mir. Aua. Größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück. Out. Jahrelange Arbeit und alles umsonst. Da! Ist der dumm? Ja. Was fragst du? Wir sehen uns. Auf der anderen Seite. Immer gerade durch. Rechts ein bisschen ausweichen. Ihr bleibt ja nichts anderes übrig. Lass mich los! Treffer! Schimpf bist du schneller. Kommt da jemand von hinten? Nicht? Hast du extra gewonnen, damit das Wasser von oben kommt, ich verstehe. Ich habe gar nichts gemacht. Es sah aber so aus. Und kein Boot mehr da. Verdammt, Ryan! Wo zum Teufel bist du?
ist er. Hast du gedacht, ich lass dich hier? Anschein nicht vergessen. Das ist jetzt nicht wichtig. Safety first. Was ist passiert? Na. Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Wir haben ein Leck. Wir werden ertrinken. Eins? Okay. Nächste Rinne sagt auch. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja, klingt nach einem vernünftigen Plan. Na dann auf. Das Problem ist, wenn die Tür aufgeht, wird es erstmal nass und drückt euch ordentlich rein. Wo ist dein Partner dahinter? Schön kalt. Wo auch immer die jetzt rauskommen, irgendwo mitten im Meer. Jetzt muss sie ihn dann bestimmt warm kuscheln, damit er ja nicht erfriert, weil sie hat ja einen Anzug. Kriegt er auf die Tränendrüse. Weg. Fuck, ich hasse Geld. Ich auch. Immer noch sauer auf mich. Ja, klar, bin ich das. Tut mir leid, ich war ein totaler Idiot. Ja. Weißt du nicht, hab dir das nie gesagt. Aber ich liebe dich, Jodie. Tja, es ist sehr romantisch. Uns fehlen nur noch die Kerzen. Nur Gott ist, was weiß, falls wir hier draufgehen. Gut. Bringen die sich nicht irgendwo hin? Was ist mit dir? Liebst du mich denn auch? Ja. Ja, ich liebe dich, mein. Gut. Blauer Lippenstift steht dir. Danke. Jetzt bringen die Lippen noch zusammen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wie jetzt? Drachenhöhle, das gefällt mir. Das war die Drachenhöhle. Trophäe erhalten, okay. Im Verhör geredet, ja, das haben wir. Hätten wir auch stillschweigen können. Ryan nicht verziehen, am Anfang zumindest.
früh verhaftet worden, ja, weil ich falsch Lauf gerannt bin, ja, wir hätten länger durchhalten können. Aus der Basis und entkommen, hätte auch drin sterben können, scheinbar. Okay. Wein, ich liebe dich gesagt. Was ist denn? Moment, dauert noch. Hallo. Ich habe gerade eine Taste gedrückt. Ich will gerade nicht. Ein bisschen spät. Aber gut. Vielleicht klappt das dann auf dem Server auch später mal besser. Spuk. Nach der Nachtsitzung. Vor die Party. Wir sind also wieder Kind. Wahnsinn. Gute Nacht, Prinzessin. Gute Nacht. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Das hatten wir doch schon mal. Haben wir sehr bekannt, wo das hin und her wedeln. Solche Träume liebt man. Mhm. Total. Beziehungsweise sie träumt es ja nicht. Wir können ja nichts dafür, dass sie aussehen wie nach dem Unfall. Achtung, Kohl neben dir. Was? Kohl müsste neben dir sitzen. Nicht? Vielleicht auf der anderen Seite, nicht da, wo du hinguckst. Diesmal ist keiner da. Nein, dann du gehst bestimmt zu seinem Büro. Kruse. Oh ja, das ist ein Horrorspiel, die gefallen mir. Weil sie ja nichts Böses will. Das Büro von Judy. Von Nathan. Judy. Was Oha. Willst du hier? Es ist spät. Ja, wohl. Ich geh wieder ins Bett. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jody. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Ja, auf mein Zimmer.
glaube, sie sind von deiner Seite. Immer. Sein, dass er sich deswegen so sehr der Forschung jetzt gewidmet hat. Mitunter vielleicht. Um sie wiederzusehen. Eine Betasonne, kurz vorm Prolog. Direkt danach. Das könnte ich mir vorstellen. Dass er sich deswegen so viel Mühe gibt. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Na klar. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Hauptsache, sie halten sich dran, dass wir gehen dürfen. Aber wenn wir an den Prolog denken... Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? Sie waren beschäftigt mit den ganzen Plänen für ihre Weltherrschaft. Sollen sie doch machen. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Und es war richtig so. Ich glaube, die Menschheit braucht keinen dritten Weltkrieg. Was wirst du jetzt tun? Gehen. An einen Ort ganz weit weg und versuchen, normal zu leben. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Topgehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal, Jody, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Was ist mit Aiden? Ich gewöhne mich dran. Und er sich sicher irgendwann auch an mich. Ich meine, wir haben was gemeinsam. Wir beide haben dich gern. Ich bin nicht bereit. Ich schätze, dass das Zeit braucht. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe ein Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach? Nein, ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. Warum hast du dem jetzt nicht zugestimmt? Weil vorhin noch so, ich liebe ihn und... Hm? Ich habe ja nicht Nein gesagt. Ich bin ja auf Nachdenken gegangen, nicht auf Ablehnen. Wobei das Nachdenken auch sehr ablehnend klang. Ja, dafür kann ich ja nicht. Manche Entscheidungen sind schwer, Jody. Das stimmt wohl.
Ich hoffe, ich mache das Richtige. Tu nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung. Ich wette, die sagen, sie lassen uns nicht gehen. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Na, los, was noch? Was immer Nathan sagt, pass auf. Und warum sagt er das? Keine Ahnung. Aber es gefällt mir nicht. Bevor du durch die Tür gehst, lässt du mich reinfliegen, wenn das geht? Nein. Geht nicht? Nein. Okay. Bitte? Das leichte Klopfen bei der Tür gehört hat auf der Entfernung. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Wir sind neuer Pass. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. Ui, damit kommen wir noch. $500,000 für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Ich fange ein neues Leben an. Ich will nichts einstecken, was mich an das Alte erinnert. Wobei der Pass für sinnvoll gewesen. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich ja auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Oh mein Gott. Er hat sie gefangen. Und will sie wahrscheinlich in die Körper zurückbringen. Oder zu Robotern. Sie hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Du quälst dich. Alan. Laura. Ihr beide fehlt mir so sehr. Hat sie gefangen. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren.
um mit den Toten zu reden, Jodie. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jodie. Nathan. Nein. Nein. Tu das bitte nicht. Ihre Stimmen sind verschwunden seit 15 Jahren. Seit dem Tag, an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Ich bitte dich, Jodie, tu das für mich. Gib mir deine Hände. Das geht nicht gut. Das geht sowas von nicht gut.